Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is one person can matter. Hallo, ich bin Dominique von Mehr Stempeln. Ja, und ich möchte heute mit dir ein Fotoalbum zusammenwerkeln. Ja, das Fotoalbum ist auch super schnell gemacht. Ich würde mal sagen, so in 30 Minuten hast du das Gröbste auf jeden Fall zusammen. Dann hast du nachher noch ein bisschen Deko und es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und das Tolle bei diesem Album ist, dass du es individuell auch mit der Zeit immer wieder erweitern kannst. Das werde ich dir nachher nochmal zeigen. Also ich habe jetzt hier das Fotoalbum gewählt für 10 Fotos. Hast auf jeden Fall Platz. Und das Schöne ist, von der Größe her, da passen auf jeden Fall auch die 10 mal 15 cm Fotos rein. Ich hatte jetzt hier gerade von meinem Papa und mir gerade noch mal ein Foto zum Zeigen. Genau, passt hier super rein. Du könntest sogar noch hier ein bisschen Deko noch mit zutun. Also so, wie du das nachher magst. Genau. Ja, falls du Lust hast, dieses super tolle Album zu werkeln, dann bleib auf jeden Fall dran. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Falls du jetzt gleich direkt mitbasteln möchtest, gebe ich dir jetzt direkt einmal kurz den Farbkarton nochmal durch, wie viel Farbkarton du benötigst. Du kannst zwischendurch dann einfach kurz auf Pause machen und kannst dir deinen Farbkarton dann einmal kurz zurechtlegen. Genau, und zwar, wir benötigen einmal für die Grundbasis Farbkarton. Ich habe jetzt hier 3x Farbkarton DIN A4 in Olivgrün. Dann haben wir noch einmal den Farbkarton Vanille pur habe ich jetzt hier einmal gewählt und da brauchst du 6 Stück, also 6x Farbkarton. Und dann habe ich noch einmal Wildleder, davon brauchst du einen DIN A4 Farbkarton, den schneiden wir uns dann auch gleich einmal zu. Und ich habe jetzt hier noch einmal das Designerpapier, das passte nämlich so schön mit den Farben, das wollte ich unbedingt nochmal wieder auffassen. Da habe ich jetzt das Designerpapier Fröhlicher Wald und davon brauchst du auch 6 Streifen, also 30,5 mit 30,5 kannst du da super nehmen. Den schneiden wir uns dann gleich nochmal einmal zu. Genau. So, ich packe das mal eben einmal hier beiseite. Ich würde sagen, wir fangen ungefähr mit der Grundbasis einmal an. Nehmen wir uns einmal als erstes den Farbkarton in Olivgrün. Und das ist auch super schnell und einfach gemacht. Das Einzige, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ist das Schneiden. So, und den legst du dir jetzt einfach nur einmal ganz normal an bei 14,85. Und diesmal schneiden wir nicht, sondern wir falzen. Wir nutzen quasi also den ganzen Farbkarton, die ganze Länge. Das machst du einmal mit allen dreien. 14,85, die lange Seite anlegen. Und du bekommst hier auf jeden Fall 10 Fotos in das Album rein. Also wenn du mehr möchtest, das Tolle ist, du kannst das auch individuell nachher verlängern. Dann nimmst du dir einfach noch mehr Farbkarton und kannst sogar nachher das immer wieder auch mit den Jahren nochmal wieder erweitern. Zeige ich dir nachher auf jeden Fall gerne nochmal. So, das war schon mal die Grundbasis. Als nächstes schneiden wir uns den ersten Aufleger zu. Dann nehmen wir einmal das Vanille pur. Und da brauchst du ja 12x den Farbkarton und den schneiden wir zu auf 14,35 x 20,5 cm. Das heißt, du kannst dir das sonst auch hier direkt einmal auf 20,5 schon mal, also die kurze anlegen, 20,5. Schneidest den halben Zentimeter einmal ab. Dann nimmst du die lange Seite und schneidest das einmal bei 14,35. Schneidest sie jetzt einmal ab, nimmst gleich die nächsten und das machst du jetzt mit allen Seiten einmal. Also kannst du 20,5 anlegen, 20,5 anlegen. Schneiden, auf die lange Seite drehen, 14,35 und nochmal 14,35 und das geht auch ruckzuck. So, ich mache die jetzt einmal nochmal fertig.
Kannst sonst auch gern kurz auf Pause machen, falls du jetzt auch schneidest. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Als nächstes können wir uns dann direkt auch schon einmal das Verbindungsstück, beziehungsweise brauchen wir zwei Verbindungsstücke. Und da brauchst du die einmal mit den Maßen 21 x 7 cm. Wir können also wieder die ganze Breite einmal nutzen, legen das Ganze einmal an und schneiden uns das bei 7 cm einmal ab. Dann nehmen wir gleich noch einen zweiten. So, und dann können wir das Ganze auch direkt schon einmal falzen. Und zwar legst du dir das Ganze immer in der Mitte einmal an bei 3,5 cm. Und wir falzen das Ganze noch einmal schön durch. Das Gleiche machen wir mit dem zweiten auch noch einmal. Dann haben wir schon direkt einmal die zwei Verbindungsstücke. Und jetzt schneiden wir uns noch einmal das Designerpapier zu. Jetzt gerade mal schauen. Ich wollte dieses Papier auf jeden Fall als Covermotiv wählen. Da kann man hier noch so ein bisschen schön dekorieren und gleichzeitig auch das hinten auf die Rückseite noch einmal haben. Dass ich dir das einmal kurz zeigen kann. Und zwar, wir brauchen jetzt hier auch 12-mal das Maß 13,85 x 20 cm. Das schneiden wir uns direkt einmal kurz zu. Und zwar musst du jetzt auf jeden Fall darauf achten, je nachdem, wie du dein Fotoalbum haben möchtest. Wir können das hier einmal kurz anlegen. Also möchtest du das Ganze nachher auch seitwärts öffnen, dass du auf jeden Fall schaust, dass du das Designerpapier auch dann auf die richtige Breite zuschneidest. Genau, falls du es nämlich dann andersrum öffnen möchtest, also quasi nach oben aufklappen möchtest, die Möglichkeit hast du ja auch, dann müssen wir das natürlich anders schneiden. Also da auf jeden Fall drauf nochmal achten. Ich möchte das auf jeden Fall gerne hochkant, dass man das so schön so blättern kann. Und da schneide ich mir das eben auf die Breite von 13,85 zu. So, und kürze mir das Ganze einmal auf 20 cm. Und hier drehe ich das jetzt so rum, dass ich die Pilze, ich muss gerade mal schauen, die Pilze auf der Seite habe, bei 20 cm. Und habe so schon mal den ersten Aufleger. Und jetzt kannst du dir die zweite Seite auch noch einmal nehmen, schneidest dir das wieder auf 13,85 in der Breite. Und kürze das Ganze auf 20 cm wieder. Dann hast du schon mal die Vorder- und Rückseite. Können noch mal einen zusammen machen. Nehmen wir noch mal die Seite. Auf 13,85. Dann wieder kürzen auf 20 cm. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das in die Richtung kürze. Da ist der Bär natürlich auch ab. Oder ob ich das so kürze. Ne, ich glaube, wir machen es doch andersrum. Die 20 cm so, dann kann man den Bären ja auch noch mal super, das passt ja richtig perfekt. Kannst du auch direkt schon fast auf eine Karte draufkleben. Vielleicht oben noch einen kleinen Streifen ab. Ja, super. So, 20, das habe ich das, glaube ich, ne? 13,85. Genau. Das gleiche machen wir jetzt hier auch noch einmal. 13,85. Können auch noch mal gucken. Genau, da schneiden wir uns das sonst durch. Nehmen wir sonst auch gerne die Seite. So, da immer so ein bisschen auf das Muster schauen. So, dann nehmen wir auch wieder die 20 cm. So, und das machst du jetzt mit deinem Designerpapier. Also 12 Stück brauchst du nachher am Ende. Genau, und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich wollte dir gerade unbedingt noch mal zeigen, dass auf jeden Fall nicht viel Designerpapier, ja, ich sag mal, verloren geht. Also du kannst hier wunderbar, hast direkt schon deine Kartenaufleger, die du dann auch super nutzen kannst. Brauchst du dir kaum noch zuschneiden, kannst sie vielleicht auch direkt schon einfach, ja, auf dem Kartenrolling noch raufkleben. Hast dann nur noch ein paar Streifen, die du aber auch super noch als, ja, Restekarte zum Beispiel nutzen kannst. Kannst sie auch so ein bisschen kürzen, aneinander noch kleben oder die Rückseiten auch mit nutzen. Also bleibt auf jeden Fall, ja, ich sag mal, nicht viel übrig vom Designerpapier. Genau, und kannst das auch super nochmal nutzen. Das wollte ich dir auf jeden Fall nochmal als kleinen Tipp am Rand nochmal erzählen. So, und jetzt sind wir tatsächlich mit dem Schneiden auch schon fertig. Jetzt geht es auch direkt schon ans Zusammenbauen. Ich muss das einmal kurz hier sortieren. Einmal das Designerpapier, dann haben wir die Aufleger. Und das sind die Rohlinge. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Falzbein. So, damit geht es auf jeden Fall schöner, dass wir uns einmal das Papier nochmal zurechtfalzen. Nur einmal kurz in der Mitte falzen. Dann können wir die auch noch mal einmal falzen. So, und dann geht es auch schon fleißig ans Kleben. So, und zwar legst du dir das Ganze jetzt so einmal zurecht, dass du dir das, wenn du das gerne jetzt so seitwärts aufklappen möchtest, einmal so natürlich hinlegst. Und dann ist das Prinzip auch ganz einfach und simpel, dass wir uns das einfach nur einmal den Aufleger raufkleben. Musst du mal gucken, mit was du da gerne arbeitest. Ich bin ja immer so ein Tombow-Fan. Ich nutze immer super gerne den Tombow. Den kann man auch immer noch mal ein bisschen schieben, falls man sich da ein bisschen verklebt hat, ein paar Sekunden. So, und im Prinzip gehst du jetzt einfach nur reihum, klebst jetzt überall erstmal, ja, deine Aufleger hier rauf. Wir können erstmal das mit Vanillepur einmal ringsum machen. Und das Tolle ist, durch den ersten Aufleger, also durch das Vanillepur, was auch zusätzlich jetzt nochmal, ja, nicht nur dekorativ ist, sondern auch nochmal ein bisschen Stabilisierung gibt, hast du nachher wirklich einen richtig schönen, ja, ich sag mal, grifffestes Album. Guck, hier bin ich gerade ein bisschen schief. Da kann man noch mal ganz schnell ein bisschen schieben. Und ich finde, gerade wenn das auch so schön handfest auch ist, dass da nichts kaputt gehen kann, gerade wenn man jetzt Kinder hat. Also ich hatte das Album jetzt ja für die Lütten auch noch gemacht. Und wenn die das dann mal in der Hand haben, dass da nicht so schnell auch was kaputt geht, lohnt sich das auf jeden Fall, noch diese kleine Zwischeneinlage zu machen. So. Guck mal, ob mein Tombow jetzt hier gerade noch reicht. Ich wollte nur einen mit dir einmal zusammen machen, dass du es einmal siehst. So. Genau, also hier gehst du quasi jetzt, fängst ja mal an, wie ein Buch quasi, überall einmal lang, dass du alle einmal beklebst. Und das Gleiche machst du dann mit den beiden, ja, auch noch einmal, alle Seiten noch einmal bekleben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem du jetzt alles einmal beklebt hast mit dem Vanille pur, geht es auch ans Kleben mit dem Designerpapier. Und hier habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für dich, falls du da sehr gerne noch ein Band einarbeiten möchtest. Ich suche jetzt gerade hier mal mein Cover. Falls du jetzt gerne noch ein Band einarbeiten möchtest, dann kannst du es auf jeden Fall jetzt schon einmal tun. Ich habe meins jetzt bewusst weggelassen, weil meine Kids noch ein bisschen kleiner sind und die das Album auch selber öffnen sollen und nicht, dass das vom Band her so ein bisschen verfriemelt. Aber du kannst auf jeden Fall super gerne noch ein Band einarbeiten.
kann dir das ja gerade einfach nochmal ganz schnell zeigen. Du kannst jetzt hier einfach nochmal ein Band nehmen. Das ist jetzt hier das Kombipack Twillband, Olivgrün und Saharasand. Also passt auf jeden Fall auch super hier dazu. Und das kannst du nämlich jetzt quasi einmal schon mit einarbeiten, dass du dir das, bevor du jetzt den Aufleger raufklebst, dass du das jetzt hier einmal schon mit draufklebst, so unterklebst. Und dann hast du hier schon mal dein Band und kannst das nachher am Ende schließen. Also packst das quasi hier einmal nach rechts rüber, wenn du es so öffnen würdest. Genau, und hast dann auf jeden Fall noch dein Band mit eingearbeitet. Und das kannst du einfach jetzt nachher erstmal mit dran lassen. Das kannst du dann nachher noch mit rumfriemeln. Genau, das wollte ich dir unbedingt gerade noch einmal kurz als Tipp noch mit auf den Weg geben. Sieht ja auch mal edel aus, so zum Verschenken, wenn man noch so ein kleines Band mit drin hat. So, wir machen das jetzt einmal ohne Band. Und jetzt geht es einfach nochmal darum, dass wir das ganze Designerpapier noch einmal aufkleben. Also schaust jetzt erstmal, welches du jetzt als Cover nimmst. Und machst das gleiche nochmal in grün, wie das Vanille pur. Genau. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, ich habe jetzt einmal das komplette Designerpapier einmal aufgebracht. Kannst ja gerne mal einmal kurz mit durchschauen. So hatte ich das jetzt einmal angeordnet. Genau. Das kannst du so individuell, so wie du das nachher magst, auch anordnen. Genau, und jetzt wird das Ganze quasi nur noch einmal miteinander verbunden. Jetzt gucken wir erstmal hier. Jetzt mal schauen, dass wir die richtige Seite oben haben. Und zwar legst du dir das Ganze jetzt einmal so hin. Den einen wischen wir einmal zur Seite. Und jetzt hast du deine zwei Verbindungsstücke, wo wir das Ganze jetzt miteinander verbinden werden. Und zwar wird das Ganze nämlich, wir legen das jetzt so einmal richtig schön mittig auf, dass du das hier richtig schön bündig hast. Und dann kannst du dir nämlich direkt hier gleich einmal den Kleber raufgeben. Du kannst hier zum Beispiel auch Abreißklebeband kannst du auch verwenden. So, je nachdem, mit welchem Kleber du gerne arbeitest. Und dann legst du dir das Ganze hier bündig einmal daneben und klappst das jetzt quasi einfach nur einmal um. Jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Gehst hier einfach nur einmal rüber. Drückst dir das Ganze schon mal schön an. Mal einen kleinen Moment warten, bis der Kleber angezogen ist. Hier noch einmal kontrollieren, ob du drauf bist. Also richtig schön andrücken. Und dann kannst du hier direkt deinen Kleber auch nochmal raufgeben. Mal gerade wieder hinlegen, rüberklappen. Dann kannst du es gleichzeitig auch einfach einmal kurz hochheben, dass du das hier einmal aufeinander hast. Und dann lässt du es auf jeden Fall erstmal schön anziehen, dass der Kleber einen Moment mal kurz Zeit hat zum Trocknen. Und dann siehst du schon, dass du hier jetzt ganz wunderbar jetzt blättern kannst. Und kannst nämlich jetzt deine Ebene noch einmal erweitern. Nimmst jetzt noch den nächsten einmal und machst das gleiche hier auch noch. Hier mache ich das jetzt einmal andersrum, da der ein bisschen erhöht ist. Das können wir eigentlich auch so raufkleben. Machen wir das jetzt einmal so, dass du einmal bündig hier drauf bist wieder. Richtig schön festdrücken.
die wieder miteinander verbinden. Kannst du auch direkt einmal rüberklappen. Hast immer noch ein bisschen Option hier zum Schieben. So. Und dann hast du auch schon deine Elemente dran. Und hast jetzt Platz auf jeden Fall für 10 Fotos. Und das Tolle ist, falls du das Album jetzt doch nochmal erweitern möchtest, deswegen fand ich die Option eben auch schöner, dass man nachher kein Band nachher mit dran hat, dann kannst du auf jeden Fall dir einfach nochmal ein Verbindungsstück nochmal zuschneiden, dir nochmal Farbkarton zuschneiden und kannst dann ja, nochmal 3, 4 oder auch noch mehr rankleben, sodass du nachher so deine gewünschte Anzahl der Fotos hast. Genau. Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie dir das Video gefallen hat. Also ich habe jetzt ungefähr mit Zuschneiden knappe 40 Minuten ungefähr gebraucht. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine richtig tolle Beschäftigung. Ja, auch so für abends nochmal, ne, zum Runterfahren, dass man das zusammenklebt, ist aber, finde ich, trotzdem super schnell gemacht. Und das Einzige, was natürlich jetzt noch fehlt, ist die Deko. Damit du mir jetzt nicht zu lange beim Stempeln zugucken brauchst, habe ich schon etwas vorbereitet. Ich habe mich schon ein bisschen vorgestanzt. Und zwar habe ich jetzt für die Deko, habe ich jetzt hier aus unseren tollen Auflegern, die wir noch übrig haben, habe ich jetzt einmal schon mal ausgestanzt. Und zwar habe ich das mit den Rechtecken mit Büttenrand. Da habe ich den größten einmal genommen. Da habe ich mir jetzt schon mal einen vorbereitet und habe dann noch einmal in Vanille pur, habe ich mir noch einen kleinen Streifen auch noch mit ausgestanzt. Und hier habe ich schon einmal gestempelt. Das ist nämlich hier das Stempelset Waldfreunde. Das gibt es auch zusammen in dieser Produktreihe. Und das finde ich total klasse und habe mir gedacht, dass ich dir das auf jeden Fall einmal zeige. Für einen Schulanfang finde ich das total toll. Bei uns dauert zum Glück ja noch ein bisschen, aber ich dachte mir, dass ich das auf jeden Fall einmal gerade zeige und das einmal passend in Olivgrün gestempelt. Und jetzt wollte ich mit dir zusammen einmal noch kurz den Bären stempeln. Da wollte ich nämlich gerade mal kurz zeigen, wie du den so ein bisschen noch aufpeppen kannst. Und zwar einmal nimmst du dir das Wildleder. Stempelst dir den Bären einmal ab. Du kannst den auch super jetzt so verwenden. Mir war der jetzt aber noch ein bisschen zu schlicht und ich dachte mir, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Farbe noch reinbekommen. Dann spiegelt sich das auch nochmal super mit unseren Verbindungsstücken wieder. Dann nimmst du dir einfach einen Wassertankpinsel und dann kannst du hier einfach vorsichtig nochmal mit reingehen. Und das ist nachher auch super schnell gemacht. Einfach nur einmal so ein bisschen rübergehen. Kannst du dir jetzt nämlich auch super nochmal das Stempelkissen in Sahara Sand nehmen. Drückst dann einfach ein paar Mal runter. Hast hier jetzt gleich direkt schon einmal Farbe drin. Und kannst jetzt hier einmal nochmal mit reingehen. Und kannst jetzt hier nochmal so ein bisschen Farbe verteilen. Also das Wildleder würde ich dann nicht nehmen, das wird dann zu dunkel nachher. Also hier lieber einen Farbton heller. Da einfach nur so ein bisschen noch mit reingehen. Noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Ein paar Akzente. So. Und dann sieht er doch gleich schon super aus. Dann haben wir das und dann kannst du nämlich auch direkt schon mal einmal den Pilz noch mit abstempeln. Nehmen wir aber das Wildleder. Ah ne, das Sahara-Sand. Wildleder war mir zu dunkel. Nehmen wir das Sahara-Sand.
Pilz mal einmal kurz abstempeln. Dann kannst du hier nämlich auch direkt noch mal ein bisschen Farbe nehmen und hier so mit runterziehen. Kommt das hier unten noch so leicht Farbe. Dann kannst du dir auch noch mal, wenn du magst, das Calypso noch mal nehmen. Das ist hier auch im Designerpapier auch mit drin. Da auch noch mal ein ganz bisschen Farbe. So einfach vorsichtig rantasten. Ein bisschen dunkel. So, und dann sind wir damit auch schon fertig. Dann wird das Ganze jetzt einmal nur noch mal ausgestanzt. Das mache ich jetzt gerade noch mal schnell und dann können wir den Rest zusammenbauen. Nachdem du das Ganze dann soweit fertig hast, brauchst du jetzt auch nur noch einmal dein Dekoband. Können wir uns da noch ein bisschen Band mit hintertüdeln. Schneiden wir uns dann einfach ein bisschen was ab. Und dann können wir das gleich hier hinterkleben. Könnt ihr erstmal einmal ganz kurz befestigen. Pilz machen wir uns hier einmal direkt fest. Dann kann der Bär hier noch einmal mit drauf. Dann können wir auch schon den Hintergrund einmal schon mal aufkleben. Mit diesen Abstandsklebehaltern kannst du die hier jetzt einmal nochmal hinterkleben. Und ja, wenn du deine Bänder gebändigt hast, kannst du das dann einfach nur einmal raufgeben. Und dann ist nachher schon fertig dein tolles Album. Ja, perfekt auch direkt zum Verschenken oder auch zum selber behalten, falls du jetzt auch in diesem Jahr ein Schulkind hast. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß auch beim Nachwerkeln. Hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir doch auch super gerne einen Daumen nach oben da. Und für weitere Bastelvideos kannst du herzlich gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ja, und falls du jetzt noch aktuelle Stamping-Up-Ware benötigst, dann sag doch herzlich gerne Bescheid. Kannst du super gerne etwas von meiner nächsten Sammelbestellung mitbestellen oder auch jederzeit eine Einzelbestellung bei mir tätigen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!